Ja, hi und willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Wir sind immer noch im Königreich von Corona. Rapunzel hat ihren Turm verlassen und wir haben es irgendwie geschafft, auf Lynn Rider hier zu hören und einen auf Gehilfen von ihnen zu machen, damit er irgendwie ein Versprechen halten kann, dass er Rapunzel gegeben hat, oder nee, was sie ihm gegeben hat, weil er wollte seine Tasche zurück, ne? Und Rapunzel hat gesagt, nee, ich will erstmal die Sterne, die Laternen im Himmel sehen, hießen die, glaube ich. Und ja, du kriegst deine Tasche wieder, wenn ich die sehe. Und so sind wir irgendwie in diese Situation gelandet. Okay, was haben wir hier? I think they want us to have this. Thank you. Ich würde gerne an. Bronze-Amulett. Leider nicht so dolle. Okay, ich muss von diesen Pusteblumen-Gegnern ein Foto machen, merke ich gerade. Das ist irgendwie eine Fotomission. Weil die heißen irgendwie Pustepapa oder irgendwie so. Da sind die Gegner, von denen ich ein Bild machen muss. Für eine Fotomission für die Mogris. Und ja. Gut, dann werde ich versuchen, ob ich das einhalten kann. Ja, irgendwie ist der Typ steckbrieflich gesucht, also. Was hat es damit auf sich? Werden wir schon herausfinden, nehme ich an, ne? Gut, weiter geht's. Wir haben noch nicht alles gesehen hier von dieser Welt. Und auch Punze will ja alles sehen. So, sind irgendwie los. Ja, diesmal habe ich geblockt. So, ich gehe mal sofort auf los. Mit dem Goofy Bomber. Bomber. Mein Gott, da tut die One-Shot. Die sind da, glaube ich, nicht. Da müssen diese größeren sein, die wir als erstes getroffen haben. Wenn ich mich irre. Ob wir sollen wieder finden. Oh, ihr seid schon alle tot. Wir sind das schon wieder passiert. Ups. Stimmt, ich habe ja noch Magie-Karussell. Hatten wir schon mal? Ja, ich bin schon wieder zurückgelaufen. Das passiert bei mir manchmal, okay. Komm wieder hoch. Gar nicht, ich muss da lang. So, da geht's immer zum Schloss. Ja, gleich denkst du ja wieder, boah, was bin ich für eine schreckliche Person. Wickeldrehung. Wir werden einfach zu so einem Metroiden, die auf die Gegner niederpasseln. Ein Sturm aus Kopfnüssen wird auf dich herniederhageln. Ja, ich liebe diesen Satz. Na, bist du vom Wort ist? Ich glaube, da ist wieder so ein Ding. Ich muss ein Foto davon machen. Diesmal. Obwohl, das sieht doch ein bisschen anders aus. Okay, that's suspicious. Rapunzel. Don't worry. I know to be careful around flowers now. Whatever it is, it's not normal. I'll take a look. Watch that. We're all clear.
Was so? Das Ding hat Malushas Sense. Also mehr oder weniger. Mother said the outside world would be full of ruffians and thugs. Those are ruffians. Those are, I don't know. Rapunzel, Flynn, stay back. No, I want to help you fight. I know, but I'm afraid you can't hurt these guys with a frying pan. Trust me on this. Flynn, benutzt eure Haare. Explain? No problem. Knowing when to flee is one of my specialties. Come on, Rapunzel. Gotta go. But look, I want to stay and slug it out too, but my sidekicks have it covered. All right. Please be careful, Sora. Okay, wir haben ja im letzten Part gesehen, wie Malusha aufgetaucht ist. Wir wissen ja, jedes Mitglied hat irgendwie Kontrolle über eine bestimmte Art von niemande. Und ich nehme an, das sind die Leute, über die Malusha irgendwie Kontrolle hat. Weil die haben irgendwie die gleichen Sensen wie er. Also ja, das könnte vielleicht. Ich nehme sehr stark an, dass es irgendwie Malushas Dingens Attraktion Magiekarussell. Okay, zuerst mal eingesetzt anscheinend. Genau, und mit dem Ding muss das. Hier sogar Schaden hier. Der Wurmschlitzer. Aber ich stelle mir vor, einige Bosskämpfe sind richtig einfach mit all das. Nachdem du einen Attack erfolgreich geblockt hast, um Gegner eine Reihe von Konterangriffen, Blockkonter genannt, auszuführen. Also Reflektor ist er mehr, nicht Reflektor, Konter. You know who uses nobodies? You don't get the fish, man. Yeah, I'm surprised we haven't seen him. I know you're there. Come out, you has-beens. Das dürfte interessant werden. Er kennt ihn ja gar nicht. Now why would you say that? Er hat seine Erinnerung verloren. Because bossing around nobodies? That's the old organization. Why? Are you in the real one too? Good for you. My name is Marluxia, and yes, that is correct. How interesting it is to see you again, Sora. Again? You know him? A shame you've no memory of me, because I remember you exceedingly well. Although, it's those memories I'd soon erase. I don't know what you're saying! Nor should you. Nor will you ever, for that matter. Now, if you'll permit me, I've come to ask a favor. Favor? You have got to be kidding me! Please hear what I have to say. I'm sure you've noticed. Well, perhaps not. But you should know that maiden with you, Rapunzel, is the very light of this world. I would see you guard her from its dark horrors. Huh? Starting with you, right? All the organization seeks is balance. You must understand, our ultimate objective is not to clash with the light. We seek to complement it. Use that keyblade to keep Rapunzel safe. Rapunzel's light. Oh, hey, where did they go?
Ah, verdammt. They must run on ahead. Then we'd better go find them. I really don't like what that guy said. Yeah, we'd better find Rapunzel before he does. Ich glaube, wenn er hinter ihr her wäre, dann hätte er sie schon längst gefangen. Also, er ist jetzt nicht so ein Problem, glaube ich. So, spielen wir noch auf Profi, ja, ne? Also schwer ist das Spiel eigentlich jetzt nicht mehr. Ja, Malusha Mitglied der echten Organisation jetzt. Vorher war er es ja nicht. Wollte ich das erkennen? Er hat gelbe Augen oder goldene Augen. Das ist ein Zeichen, dass Xehanort sein Herz in ihn reingepflanzt hat. Vorher hatte er nämlich, also in Kingdom Hearts Chain of Memories hat er, ich glaube, blaue oder türkise Augen, blau-grüne irgendwie so Augen gehabt. Und der Typ ist immer noch nicht hier verzeichnet, nehme ich mal an. Ja, okay, wir wissen ja nicht, wie er heißt, ne? Also trotzdem, Jiminy hat ja irgendwie so einen Eintrag machen können, so Typ mit pinken Haaren. Wir haben ja aus irgendeinem Grund hier Einträge von den Jungen im Schwarz und den Jungen in Weiß, wo wir die nie gesehen haben. Erklär mir das mal, Jiminy. Ich will mal gerne ein Glücksemblem finden oder eine Truhe mal wieder. Schon wieder so lange her, seit wir eine gefunden haben. Und schon wieder alles verpasst, nehme ich mal an. Mir ist eingefallen, ich hätte ja einen Bosskampf eigentlich auch Fotos machen können von den Gegnern, ne? Warum mir das jetzt so eingefallen ist, ich hätte gern von dieser Puppe irgendwie ein Foto gemacht. In der Spielzeugbox hier, diese Puppenboss. Hätte ich mal gerne ein Foto von gemacht. Sollte ich vielleicht mal dran denken, wenn ich mal gegen Bosse kämpfe. Ja, aber gerade, wir können ja fast nirgendwo hochlaufen, ne? Was ist das? Oh, was? Oh, cool. Die Magieangriffe haben sich geändert dadurch. Okay, das ist cool. Oh, cool. Oh, das ist awesome. Und damit einigen anderen Waffen auch machen. Okay, muss ich mal nachgucken, ob ich irgendwie so experimentieren mal einigen Waffen. So, weiß ich, ja, ich hab's gewusst. Ne, Truhe, Elfenband, das ist doch so voll schwache Ausrüstungsdingen, glaube ich. Also normalerweise. So, ich bin ja natürlich kein von diesen Löwenzahnviechern, die ich fotografieren muss. Was ist das? Oh. Ja.
Also bis jetzt sind die Gegner noch wieder relativ einfach, aber ich will mich eigentlich so sehr aus dem Fenster lehnen. Irgendwann wird er bestimmt wieder schwieriger. Das ist immer das, was ich in der Tales of Serie sage. Weil ich übrigens auch hier gerade am Let's Play bin, also Tales of Hesperia, könnt ihr mal reinschauen, ne? Und immer wenn ich sage, gerade ist es doch ein bisschen einfach, dann kommt irgendwie ein Boss und zermalmt mich voll. Also ja, das ist so ein Trend irgendwie bei mir. Deswegen werde ich nicht sagen, dass es hier so einfach wird. Keine Ahnung. Du brauchst mir ja nicht folgen, Mann. Na, hier ist ein Speicherpunkt, da ist auch schon mal was. Und der Wald sieht... Ich habe schon so schwarze Flecken am Boden gesehen, das sah schon ein bisschen verdächtig aus. Jetzt sieht noch verdächtiger aus. I wonder where they went. Don't worry, they couldn't have gotten too far. Noch ein Mitglied der Organisation. Hey, blame the has-been, not me. Oh, I think you mean Marluxia. I bet that's the name the has-been would prefer. Warte mal, wo weißt du seinen Namen? Hat er sich vorgestellt? Hello, Rapunzel! Flynn! Excuse me, good travelers. Do you know Rapunzel? Yeah, sort of. My apologies. I'm Rapunzel's mother. The poor child left home without a word, and I've just been worried sick. Please tell me, where is my dear, sweet girl? We'd tell you, but we lost her. By accident. We could look together. Lost her? You're of no use to me. Okay. I'll find her myself. Na klar, die irgendwie böse ist. Ran away from home. Mütter von Disney-Prinzessinnen sind nie gut. On to something back there. You trust organization 13? What? No, of course not. But what if? I agree. Why is Rapunzel in danger? And what darkness is after her? Well, guys, the first step is to find her. So, bin ich jetzt wieder ganz blöde, aber... Oder... Ich muss mir die Katze nochmal angucken. Aber ich meine, Marluxia hat sich doch gar nicht vorgestellt, oder? Oder hat er echt gesagt, so, hey, ich bin Marluxia. Was geht? Muss er ja wohl, sonst würden die ja nicht den Namen von denen auf einmal wissen. Sieht man mal wieder hier, wie ich die Story so in mich aufnehme, ne? Oh, ich glaube, es ist ja nicht zum ersten Mal passiert hier in diesem Spiel. Also bin ich halt. Na, Glücksemblem habe ich gesehen. Ja, ich nehme Sachen halt ein bisschen langsamer auf, okay? Aber die wichtigen Sachen, da passe ich schon auf. Hoffe ich. Was? Ja, ich war zu weit weg, ne? So, wie sieht denn jetzt die Magie aus? Das Ding. Ja, ich tue. Cool. Das ist mehr oder weniger die Waisenform, ne? So, wo war jetzt ja, wo war jetzt dieser Baumstamm? Hier, ne? Da. Let's see. Ne, das ist eine Ente, was? Ach komm schon. Ich dachte, ich habe ein Glücksemblem gefunden. Ich mach trotzdem ein Foto davon. Ihr könnt mich nicht davon abhalten. Bleiben der Ente. Okay, ich
dem Handel habe ich bekommen, weil ich voll viele Fotos gemacht habe, ne? Kann ich vorstellen. Sie auch mal eine Truhe. Der Wald. Oh Gott, ist das riesig hier. Okay, wenn ihr... Ach, wir doch nicht. How do we get out of here? Weißt du überhaupt hier, mit wem ihr redet? Ich verirre mich da nicht. Ich schon verirrt. Aal. Schwarzen Aal. So, hi. Da sind Dämmerlinge. So, hier ändert sich die Magie aber nicht, ne? Machen wir mal weiter mit dem Hammer. Der ist Hammer. So, da ist das Schild zum Dingen hier, zum Königreich. Also nehme ich mal an. Da müssen wir hin, ne? Wir müssen uns ja noch ein bisschen umschauen, ne? Guck mal, hier sind doch genügend. Hey! Ihr seid neu, glaube ich. Oh Gott. Ich glaube, ich kümmere mich erstmal um euch. Madame. Mademoiselle. Lassen Sie mich auf Sie draufhauen. Allein die Verwandlung tut schon hier irgendwie Gegnern weh. So, Raketentanz. Feuer frei. Lernen die überhaupt nicht Level up irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Und ich muss kämpfen. Denke ich. Und die lernen irgendwie voll wenig Abilities. Also ich bild mir halt irgendwie noch ein. Mass Devastation. I bet you there's a lucky emblem here. Oh. Glaubst du das, Goofy? Hey, I think that's a lucky emblem. What, wo denn? Let's see. Wo denn? Wo seht ihr schon wieder was? Let's see. Oh, wo sehen wir denn hier schon wieder? Da. Baum? Let's see. Na, aber was? You're gonna take a picture of me? Let's see. Okidoki. Nein, will ich nie tun, Goofy. Weil diese Taler-Konvert-Fähigkeit richtig gut. Da ist eine Sackgasse, das sieht schon wieder voll richtig aus. Und ich, ja, euch habe ich gesehen. Ich gehe jetzt noch mal hier kurz. Ja, gehen wir weiter. Ja, schon hier richtig sein, ne? Ah, hier wird sehr dunkel. Und hier ist eine Sackgasse. Was? Okay. Hi. Ja, sind Affen. Wir können hier kämpfen, als wäre nichts. Oh,
for the rain. Where's that then? Was war das denn jetzt auf einmal? Was denkst du? Wie heißt er nochmal? Asa Kanum? Ich muss irgendwie so Angriffe abteilen, habe ich so gefühlt. Damast, hey, ist das nicht das, was ich irgendwie brauche, um meinen Schützenschwert hochzulernen? Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Aber irgendwie habe ich es gemacht. Max FP und Magie. Brauche ich beides nicht so wirklich. Aber danke. Bin sehr großzügig von euch. Boy, easy. Settle down. Whoa, whoa. That voice. It's Rapunzel. Chill, bro. What? Oh, you are such a good boy. Yes, you are. Are you all tired from chasing this bad man all over the place? Excuse me? Nobody appreciates you, do they? Do they? Oh, come on! He's a bad horse! Oh, he's nothing but a big sweetheart. Isn't that right? Maximus? What? You've got to be kidding me. Look, today is kind of the biggest day of my life. Mag er fährt jetzt schon. I need you not to get him arrested. Just for 24 hours. And then you can chase each other to your heart's content. Okay? Mm. And it's also my birthday. Just so you know. Okay. Ich werde von einem Pferd gejagt? Rapunzel! You're here. And you're okay. Yeah, you too. What? And look, I meet a friend. Meet Maximus. You could say Flynn introduced us. And where one goes, the other follows. This is Sora, Goofy, and Donald. They've been helping me. Come on. The kingdom's not far. Das wäre auch Teil unseres Teams. Oh, schade. Wäre irgendwie cool gewesen. Da war ich dann hier schon wieder. Elfenband. Soll ich denn mit so Low-Tier-Ausrüstung? So, was neue Items zum Schmieden freigeschaltet. Freudenkristall. Magie Plus. Luzid später meine ich. Okay. Ich nehme an, das funktioniert so wie in Kingdom Hearts 2. Man tut irgendwie einen ganzen Haufen Gegenstände sammeln. Also sozusagen so und so, weiß ich nicht. Hier. Ich sammle so und so viele Luna-Kristalle. Dann irgendwann kann ich da die auch kaufen. Jemand, so läuft das, ne? So, hier können wir irgendwas hochballern. Ich will ja schon gern den Klassiker hier hochleveln. Ja, ne? Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht, was ich hier schon hergestellt habe, weil nicht, das wird mir so ein bisschen, das wird so ein bisschen nervig, habe ich so gefühlt.
Keine Ahnung. Und ihr könnt mir halt irgendwo sagen, weil ich hier schon alles hergestellt habe und so. Was kann ich die Sachen alle kaufen? Und Geld zu bekommen in diesem Spiel ist ja auch sehr viel einfacher als in anderen Kingdom Hearts Spielen, habe ich so ein Gefühl. Einfach nur, weil ich hier Sachen hauen kann und davon Geld bekommen kann und Goofy hat diese Taler-Konverter Fähigkeit, also ja, hier Geld zu bekommen nicht so schwer, habe ich so ein Gefühl. Boah. Ja, das wäre schon weg. Schade, ich mochte das Pferd. Maximus. Da kann ich wieder offscreen ja voll viele Truhen hier suchen, habe ich das Gefühl. Ich schaffe hier die alle zu verpassen. Geld. The kingdom's not far, but we need to scale these cliffs. Well, then let's look for a way up. Erstmal will ich hier gucken. Oh, hier komme ich gar nicht hoch. Keine Sorge, so ein paar Sachen kommen schon so. Over here. Come on, let's swing across and look for a path. Wir müssen aber erst umschauen, okay? Ganz ruhig, ganz ruhig. Was ist denn das hier? Ah, okay. Ach, warum muss ich denn da runterspringen? Sora, this looks like a good place to cross. Ich glaube nicht, dass das hoch genug ist so. Wo kann ich denn hier runterspringen dann? This way, Sora. Gut, geh mal da hoch. Lass mich ja nicht in Ruhe. Come on. Na, keine Ahnung, ich da. Vielleicht muss ich irgendwo von da runter springen, keine Ahnung. Oder von hier irgendwo. I think we could reach the rock that's sticking out over there. Hm, what? Oh. Ja, wo? Nein. Now we have to climb back up. Hey, no worries. Ne, das ist nicht hoch genug. Ich würde gerne schnell wie möglich da kaputt kriegen. Gehen wir einfach weiter, ja. Normale Schattenlurche, ehrlich. Oh, ist das Donald, der Wind einsetzt? Aero. Zeit für etwas Magie. Sora,
Yeah, this looks like a good place to cross. Ja, fragt sich nur, wie hoch wir gehen müssen, das Ding zu erreichen. Wo sind überhaupt? Ich glaube da, ne? Ist denn dieser Stein schon wieder? Ich weiß es nicht. Ist er nicht hier unten? Immer so gefährlich hier. Ah, Gott. Nein, der war da. Boom. So, haben wir dann abgeschlossen. Aero-Knöpfe. Ja. Sora, over here. Ich bin nicht hier runter, okay. Gut, noch mal darüber. Ja, war hier noch irgendwas? Halt. Ich dachte, da wäre eine Truhe. Sah irgendwie so aus. Oh, nee. Ich weiß, ich bin ja falsch, aber lass mich gucken, okay. Gut, dann gehen wir den richtigen Weg. Wieder noch mal Gegner, die ich noch nicht erledigt habe. Aber ich bin im Moment stark genug. Also entschuldigt, dass ich hier ein paar Gegner mal auslasse, ne? Musik ist schön. Aber ich weiß nicht, ob das so irgendwie zu Kämpfe passt. Das ist mehr so eine Abenteuermusik halt. Ich meine, sind ein Abenteuer, aber trotzdem. Ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst, was ich meine. Gut. Hi. Oh, von euch muss ich ein Foto machen, glaube ich. Seid ihr nicht so Flammkerne? Davon dem muss ich ein Foto machen. Ich bin betäubt. Ihr seid bestimmt irgendwie Erdkerne oder irgendwie sowas, ne? Keine Ahnung. Zeit uns mit den Haaren hier umzuschleudern. Gezogen, irgendwie an die nicht aufzukommen. Ich kämpfe aber weiter. Oh, danke. Oh, cool. Da wollte ich nicht einsetzen. So, okay. Vielleicht treffen wir ja ein paar davon. Ja.
wir gehen hier lang. Sieht richtig aus. I wonder where this leads. Sora, over here. Ja, ich kann die Kamera nicht bewegen. Also wäre richtig, das sieht verdammt richtig aus. Also gehen wir mal den anderen Weg. Halt. Bist du denn für eine Schönheit? Oh, Dreck. Ich dachte, ich würde diesen Sturzangriff machen. Also nicht diesen Sturzangriff, sondern diesen einen. Ich werde auf euch herniederprasseln, Angriff. Warte, was? So, wieder hier. Was? Warum kann man hier hoch? Okay, da ist eine Truhe, also war ich doch schon mal. Dreck. Immer mal hier hoch. Müssen wir mal ausprobieren. Ich hab noch gar nicht Randalreif eingesetzt. Das sollte ich auch mal machen. Ja, ja, ja. Was? Okay. Ja, die Musik passt. Okay, ich krieg hier voll auf die Fresse auf. Damit anzugreifen. Ja, nach Rück. Okay, den haben wir erledigt. Warte mal, kann ich jetzt da hoch? Na, jetzt geht jemand anders da hoch. Oder macht die fertig. Okay, ich will eigentlich Randalreif einsetzen, aber ich krieg ja gerade auf der Fresse, also. Lass mal das erstmal. Das ist mehr oder weniger die Limitform, diese zweite Form. Oder bilde ich mir halt nur ein? Da war's. Oder auch nicht. Wo bist du denn? Dann habe ich das gerade fertig. Goofy. Bombe. Ja, mach mal das mal. Das haben wir schon mal eingesetzt. Ich dachte, ich kann da drauf. Maximus, hilf uns. Die Dinger sind voll überpowered, ey. Was war's mit dem Ding? Was? Ja, auf Namen nehmen? Aha. Ja, gut, da die Bosskämpfe mehr oder weniger noch so ablaufen wie in Kingdom Hearts 2. Ich dachte, die wären auch ein bisschen unübersichtlicher, so wie die normalen Kämpfe, aber
Man hat ja schon noch den Durchblick. Ja, jetzt kommt der Riesenhammer. Ah, nächstes Ding, komm. Warte mal, bleibt das die ganze Zeit? Da wird sogar gespart. Bin gleich getroffen. Boom. Super Sprung, was? Supersprung. Drücke im freien Flusskreis meinen Supersprung. Oh ja. Das ist genau das, was mir gefehlt hat. Ja, damit. Das ist doch das, was ich denke, was es ist, oder? Oh ja. Damit kann man sozusagen jetzt überall hinkommen eigentlich, ne? Oh, schön. Oh, ich liebe es, dass man seine Schlüsselschwerter jederzeit wechseln kann. Ich kann aber nicht zweimal hintereinander machen. Okay. Gut, das macht es jetzt nicht mehr so überpowert. Weil man konnte eigentlich den machen, dann konnte man mehr oder weniger überall hinten in Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Also das haben sie ein bisschen abgeschwächelt. Was wahrscheinlich auch Sinn machen würde, weil halt die Welten sind jetzt nicht so ausgelegt, dass man überall hingehen kann, so wie in Dream Drop Distance. Also hier muss man schon so ein bisschen noch, weil nicht andere Fähigkeiten haben. Weiß nicht, wie ich das erklären soll. I see some birds. This way. Wait, come back. I must have startled them. Oh. You scared them. Ich hatte die da oben an. Oh, there they are. I've got to be quiet so I don't frighten them. Ah. Oops. Oh, they're leaving. Yeah. Na, warte, die kriegen wir noch. Die freche Kanarie. Sora. Wo sind denn die jetzt? Okay, anschleichen, ich hab's verstanden. Ich habe gar nicht versucht, die irgendwie. The birds flew that way, Sora. Wart, wo? Wait. The birds haven't come down yet. Keine Ahnung, wo die sind. Da sind sie wieder. Oh, there they are. Slowly, slowly. Please don't fly away. Ich glaube, wenn ich da runter gehe, dann. Nice and slow. Oh, they're leaving. The birds flew that way, Sora. Oh. Ja, werde ich denn hier runterkommen sollen, ohne ihn zu verscheuchen? There they are.
Wie soll ich jetzt herunterkommen, ohne ihn zu verscheuchen? Gentle Sora. Slowly, slowly. Okay. Please don't fly away. Okay. I've never seen a bird like you. War eigentlich nicht so einfach, wie es aussieht. Listen, they're singing for us. Oh, das sind die kleinen Dinge im Leben, ne? Okay. Nehmen wir an, wir machen hier einen Schnitt, ne? Und nehmen mal den Rest der Welt im nächsten Part vor, ne? So, wie sieht's denn jetzt hier so mit Emblem und so aus? Furchtbar, ne? Was? Okay, das ist schon wieder Ewigkeiten her. Komm, wir spielen noch ein bisschen. Eine Cutscene oder so. Weil ich nehme an, wenn wir die Welt abgeschlossen haben, dann kommt wieder ein Haufen Cutscenes, was den Part dann noch länger machen wird. Also ja, machen wir erstmal hier ein bisschen. Und das lädt doch jetzt zum Runterrutschen ein. Aber ich muss natürlich gucken, was hier noch alles ist, ne? Ich weiß. Wie sieht's eigentlich schätzemäßig hier aus? Es geht. Ja, so viel scheint hier nicht mehr übrig zu sein von der Welt. Ein Gebiet noch so. Oh, schön. Donald. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg nochmal zurück. Weil da sind ganz sicher irgendwo Truhen. Ja, wahrscheinlich alle verpasst, ne? Außer hier sind nirgendwo welche. Da wäre ein bisschen doof. Na, guck mal, jetzt kommen wir hier so locker durch die Gegend düsen. So, hier scheint echt nichts zu sein. Auf den Arm nehmen. Wenn den ganzen Weg darunter rutscht. Hier ist nirgendwo eine Truhe oder so. Das halte ich irgendwie für ein Gerücht. Ne, nicht mal eine einzige. Also ich bin mir so schäl irgendwie und finde die nicht. Dann gehen wir eben hier runter. Donald. Gut, was haben wir hier? I just knew the outside world would be full of amazing things. And you helped me find them. Thank you.
Waldbosche. FP plus. Was? Habe ich die ganzen Sachen bekommen, weil ich ja ganze Zeug im Wald gemacht habe. Mit den Vögeln und all sowas. Ich glaube ja. Du weißt ja, wie es heißt. Wenn alles irgendwie glatt läuft, dann läuft irgendwas nicht so gut. Also ich weiß nicht, ob man sich das sagt, aber so weiß ich das nur. Rapunzel sure looks happy. Well, her dream's gonna come true. They're sending the lanterns up after dark. Cool. We don't want to miss that. Das Königreich. Und hier ist ein Speicherpunkt. Perfekt. Dann kommen wir hier in Schnitt, Mann. Den wir hier hingegangen sind. Haartropfen. Naja, würde wohl gerne das Foto vom Stadtfest sehen. Let's see. Hey, is that a plaza up at the end of the street? Ja, das war erreicht. Ich weiß nicht, was ich euch freischalte. Egal. Nein, ich möchte nicht 12.000 für so ein Ding ausgeben. Gut, dann war es das für diese Folge, ne? Ach, Flynn ist auch weg, meine ich gerade. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Kingdom Hearts 3. Ich bedanke mich alle Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.